sind schwer zu treffen. So. Herzlich willkommen. Zurück. Uah! Feuer! Denkt an eure Familien! Erstmal Muni entspannt nehmen. Warum Jäger? Das hatte ich noch nie. Boah, Matrix. Drecksadler. Komm. Wow. Drecksack. Das war ein Jäger und wir sind noch am Leben. Sabah, das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Scheiße, der Adler ist ganz schön groß. Wissen wir oft nicht, aus welcher Richtung. Bis der erste von uns von einem Pfeil getroffen wird. Erreiche Camp Alpha. Da hinten. Am Fuße des Berges. Ha, einfach mal umgeflogen. Hä, was? Och komm, ey, ich wollte doch nur drehen. Oh, Nerv. Was soll sowas? Ich hasse das, ey. Lebt der? Ne, der ist tot. Ich höre einen Bär. Hä, von wo? Der ist direkt um die Ecke. Ah, ich hab einen Pfeil da. Ah, da oben sind sie.
Och, Mann. Muss der jetzt? Zum Kotzen, ey. Was ist denn heute mit der Konzentration los? Also da drin ist der Bär. Der Bär rennt da hoch. So, Mission beendet. Sabah, erledigt. Aber das, wonach Amita gesucht hat, ist nicht hier. Das spielt keine Rolle, Bruder. Du hast Leben gerettet. Ich wusste, du schaffst es. Du hast Mohans Blut, ein wahrer Sohn Kyras. So, irgendwo gammelt noch der Bär da rum. Ich sag mal, der wird uns kurz knapp töten. Aber ich würde gerne die Sachen ja noch raussuchen, alle. Zudem weiß ich nicht, wo der ist. Wenn ich wüsste, wo der Kollege ist, hätte ich kein Problem. Oben ist er. Ist der? Da ist er. Da hinten sind Kollegen von uns. Aber ich glaube, wir verpissen uns doch und gehen lieber zum... Ey! Ach, das ist super. Ja, nehme ich alles mit, gerne. Und verkaufen tun wir auch mal gleich alles. Weg. Alles weg. Lassen wir auch mal so. Stets ein guter Kunde. Tschüss. So, wie weit ist denn das S entfernt? Natürlich am anderen Ende der Map. Wie sollte es denn anders sein? Dann machen wir dort mal eine Schnellreise hin. Tja, immerhin haben wir unsere Leute gerettet. Mir geht's gut. Verstehe ich nicht ganz, warum schießen die denn da? Die schießen und schießen und schießen, aber nichts ist
So, wir haben irgendwie kein Auto oder so, gar nichts. Aber ein Gyrokopter. Huch. Ah, gut. Habt ihr's verpasst? Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Ja. Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Ich war promised, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann! Ein goldener Pfad, Homie! Wuhu! Alles klar. Was war das denn? Wie süß. Gut, also jetzt wissen wir es. Jetzt können wir auch unsere Leute rufen. Ja genau, das mit der Schützenhilfe. So, ich schnapp mir jetzt mal diesen Gyrokopter und dann geht's ab zu Sabal. Weg. Wie oft wir den schon benutzt haben jetzt. Ich glaube, wir müssten da mal, oder ich muss da mal gucken, dass ich in der nächsten Aufnahmesession mal uns so ein bisschen ausrüste. Oh geil, da war ein Hovercraft da unten auf der Minimap gerade. Also in Sachen Fahrzeug haben die hier sehr viel aufgerüstet, muss ich sagen. Und sonst sind Reisfelder. Oh, und die Sonne schon wieder. So, haben wir gleich. Noch ein bisschen. Da unten fahren Gegner. Da fahren Freunde. So, ganz sanft gelandet. Hey, was ist los? Warum so traurig? Nichts? Voll? Na gut. Na komm, was ist los, ja? Sabal, unser Held kehrt zurück. Dein Einsatz im Rebellencamp hat viele Leben gerettet. Ihr habt mich in eine schwierige Lage gebracht. Amita hätte unsere Leute sterben lassen. Und wofür? Für Informationen, die wir vielleicht gar nicht brauchen? Es gab nur diese Möglichkeit, Bruder. Dein Vater hätte dasselbe getan. Das ist der goldene Pfad. Diesen Weg hatten wir eingeschlagen, bevor Moran starb. Deshalb sprang ich in die Bresche. Denn ich kannte deinen Vater und respektierte seine Vision. Und wie passt Amita in die ganze Sache? Hör mal, ich gebe zu, sie hat Gutes getan. Aber niemand braucht zwei Köpfe. Nicht, wenn man was erreichen will. Das hat mir dein Vater beigebracht. Du musst begreifen, was ihn antrieb, was uns antreibt. Geh zu dem Kloster. Folgt denn die da gerade jemand? Ein kultureller Austausch. Wir müssen jetzt noch nicht dahin, oder? Doch,
Nee, da müssen wir hin. Gyrokopter! Ich liebe dieses Ding einfach. Jeb Gummi! Onkel Pagan hier wollte nur hören, wie es meinem Lieblingsneffen geht. Gut. Sag mir, AJ, wem drückst du bisher die Daumen? Bist du in Amitas Home nicht Töpfchen gefallen oder haben dich zerbeißbeilende Locken den Bann gezogen? Hey, jedem das seine. Du musst dich nur entscheiden. Mein Geschmack ist eher nicht, trotz der Schlussfolgerung, die einige aus meiner äußeren Erscheinung ziehen, aber ich spiele tatsächlich lieber mit dem anderen Team. Mehr als alle anderen solltest du wissen, dass es immer nur eine Frau für mich gab, mein Junge. Ja, und die hast du so wunderbar verraten, mein Freund. Aber ich bin ehrlich, ich vermisse Vars. Aus Far Cry 3. Ich vermisse den Kumpel. Sind das Leute von uns? Ich hoffe mal. Wieso geht der nach oben? So, runter, ganz... Hey, der lässt mich da gar nicht da landen. Ja gut, dann muss ich halt außerhalb landen. Auf 3232 Metern. Krass. Ich hab's ihm gesagt und dachte, er regt sich tierisch auf, aber nee, er hat geholfen. Ist ein guter Mann. Er mag nur keine Idioten. Aber wenn man ihn erstmal besser kennt. Ja, so sehe ich das jetzt auch. Nächstes Mal passe ich besser auf. Namaste. 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 Ein Zettel. Jayama Kloster. Dieses Kloster wurde um das Jahr 500 vor Christus von Kyras Anhängern in den Felsen gehauen. Hier wurden die Lehren Kyras erstmals niedergeschrieben und ausgezeichnet. Jayama wurde in den Jahrhunderten nach einer Erbauung sorgfältig gepflegt und mehrmals renoviert und ist bis heute ein aktiv genutztes Kloster der Tempelanlage. Und Tempelanlage, Entschuldigung. Ey, Bruder! Ah, der Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Ja. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Karma? Und jetzt? An den Wehren hätten Lama Kuchiale. Keine Ahnung, Alter. Solche Kombinationen habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe ihren Brief erhalten und möchte sie direkt beruhigen. Die Gerüchte, die sie gehört haben, stimmen nicht. Das Verrückte, denn die Dorfbewohner Dami nennen wie niemals einen Schüler unseres Ordens. Während der Boja heute Morgen sprach, ich mit der Gemeinde. Wir werden uns von diesem Umfug nicht in unserer Meditation stören lassen. Niemand wird diesen Hochstapler jemals wieder erwähnen. Möge ihr Tag durch die Lehren der Erwachten erleuchtet werden. Lama Samadhi. Die haben Namen teilweise hier. Hi, Ajay. Hallo.
Namaste, ihr Fotzen. Eine Kerze erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Ist hier echt irgendwo ein Propagandapol? Hallo, AJ. Hallo? Die Götter segnen uns mit Weisheit und wir sammeln sie in den Gebetsmühlen, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Drehe die Mühlen. Ein Leben ohne Emotionen ist kein Leben. Doch eines, das von Emotionen kontrolliert wird, wird davon verschlungen. Füge das Pulver hinzu. Da kann man nichts machen. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Bitte, lass den Korb hier. Gut, wir legen die Opfergabe ab. Ja. Ich bin da. Sabal hält sehr viel von dir. Er bat darum, dass du das hier sicherst. Jalu, der große Dämon, wohnt allen Menschen in. Er verspricht viel und zerstört alle. Die Ziege stirbt, damit Jalu satt ist und weiterschläft. Bitte was? Er inspirierte andere durch seine Taten. Denk gut über das Geschehene nach, AJ. Ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich machen soll. Sei gegrüßt. Hallo. Kann ich das dir häuten? Nee. Ja gut, sind hier sehr gläubig, wie man sieht. Oh, hi AJ, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich verpiss mich mal. Nee. Ihr Hurensöhne. Das ist ein heiliger Ort. Sie greifen die heiligen Statuen an. Sie greifen das Waffenversteck an. Zeig mir, was du kannst. Hä? Wo ist er denn? Leck mich. Verpiss dich. Die Statue. Boom!
Nicht zu hoch. 60 Sekunden. Lade nach, Kollege. Komm schon. Komm schon. Was eine Hektik. Sie greifen die Mönche an. Schnell zu den Türen. Jetzt schon wieder. Bin ich jetzt der Einzige, der hier kämpft? Alter. Leck mich. Verpiss dich. Es ist aber ruhiger. Der da hinten ist der Letzte. Alter. Sind die bescheuert? Ich muss dringend gucken in der nächsten Aufnahmesession, dass ich Munition ranschiff. Ist es vorbei? Siehst du? Das passiert, wenn Menschen die Religion aufgeben. AJ, es hätte noch schlimmer kommen können. Vielen Dank. Hi AJ, wie geht's dir? Eben hat sie noch geflint. Oh, hi, wie geht's dir? Hat zwar ein paar Kugeln im Arm, aber... So, Karma, 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 Karma. Sabal, die Armee hat das Kloster angegriffen, aber ich habe sie vertrieben. Kyra sei Dank, dass du da warst, Bruder. Dieser Ort ist ein Symbol für unser Volk. Und es braucht dringend Stabilität. Dein Vater hat das verstanden. Er hätte mehr Männer wie dich gebraucht im Krieg. Boah, Alter, da greifen die einfach hier das Kloster an. So. Was haben wir da? Pistolen-Takedown. Starte mit FM Takedown einen Gegner und drücke dann, um seine Waffe zu nehmen und um es abzuschießen. Tod von unten. Den nehme ich mal. Was haben wir hier? Beute Takedown. Ja gut, das lassen wir erstmal. Boah. Da oben zum L müssen wir. Gut, aber wir sehen uns, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge von Far Cry 4. Und ich guck mal, wie lange ich noch aufnehmen muss. Und dann mal schauen. Das war jetzt mal richtig Action, ey. Wieder eine Folge von Far Cry ist zu Ende, diesmal definitiv actionreicher und das eigentlich recht heftig sogar. Das war jetzt richtig
ich will jetzt nicht sagen aufwendig, aber ich sag mal stressig. Man musste sehr viel auf einmal machen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich war der Einzige, der nur noch da rumgerannt ist, während die anderen sich im Kloster versteckt haben. Also ich habe keinen gesehen eigentlich. Doch, einen. Aber ich glaube, der ist dann auch weg. Yes!